Jo, moin Leute, welcome back zu Starfield. Wir sind immer noch in Atlantis. Zum zweiten Mal, wir waren einmal kurz unterwegs auf dem Mars und haben was mit Piraten gemacht. Und jetzt bin ich ja seit geraumer Zeit hier wieder auf dem Planeten, habe alle möglichen Nebenquests gemacht, mir die ganzen Sachen angeschaut. Wir waren letzte Folge viel außerhalb in der Natur, in diesem Landschaftsgebiet, was auch immer, außenrum. Und ich wollte ich wollte generell Quests weitermachen. Da unten muss ich irgendwo nach unten. Da war, glaube ich, der Wissenschaftler, wo ich jetzt mal hin wollte. Wie gesagt, einige Quests, die wir gerade am Erledigen sind. Und sobald ich alles Wichtige erledigt habe hier auf Atlantis, mache ich mich weiter, weil wir ja eigentlich nochmal Auftrag der Piraten unterwegs sind und zu irgendeinem System weiterfliegen sollten. Ich bin ja eigentlich gerade immer noch auf dem Zwischenstopp hier sozusagen. Letzte Folge haben wir auch Dietriche gefunden, die ich brauche. Die ich brauche, um Daten zu löschen von einem Wissenschaftler, der die Daten gelöscht haben wollte. Und der wollte, dass wir die Daten von ihm löschen, damit er uns Daten gibt, die wir einem anderen Wissenschaftler geben können. Ich weiß nicht, was da gerade mit Sarah los war. Die verhält sich manchmal ein bisschen komisch. Seit ich letzte Folge hier den einen Typen abgeknallt habe, ist sie nochmal besonders schlecht zu sprechen auf mich. Das war ein Dude. Ich war sowieso schon viel zu viel in der Alien-Landschaft unterwegs. Viel zu, ne? Eigentlich war das aus gutem Grund verschlossen. Gut, dass du sagst, ich packe meine Schrotze aus. Und ja, das war halt ein so ein Dude, der mich dann halt komplett über den halben Planeten gejagt hat. Und meinte dann so, jo, hier zum Raumschiff, das ist nicht weit entfernt. Und dann war ich halt ohne Witz 20 Minuten unterwegs oder noch länger. Hab ihn zu seinem Raumschiff gebracht und er meinte dann so, jo, geil, jetzt bin ich bleib im Raumschiff. Viel Spaß, zurück zur Stadt zu laufen. Und dann habe ich dem halt vielleicht mal aus Versehen so eine Schrotpatrone in seinen Rücken reingedrückt. Und Sarah fand das nicht so gut und ist seitdem ziemlich mad. Also ja, die ist ein bisschen überempfindlich. Ich weiß nicht, was die hat. So, ich loote erstmal die ganze Wohnung hier. Ich war letzte Folge schon wieder viel zu überladen mit allem Möglichen. Aber jetzt habe ich wieder Inventarplatz. Und ich bin in der Stadt. Das heißt, sobald ich wieder voll bin, kann ich alles Mögliche verkaufen gehen. Heißt, kein Grund, nichts zu looten. Und, okay, hier kann ich nicht das Ding mitnehmen. Schade, das sieht irgendwie wertvoll aus. Wir müssen hier einmal Daten löschen. Er meint seine komplette Personalakte, mehr oder weniger, damit er so eine Art Neuanfang starten kann. Weil er ein paar ungerechte Bewertungen bekommen hat, dieser Wissenschaftler. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Ach, guck mal hier. Oh, goldene Tassen. Boah, nehmen wir mit. So, ich hoffe, hier kommt niemand nach Hause, weil sonst gibt es eine freundliche Begrüßung von mir, könnte man sagen. Hallo, Computer. Personalakten. Empfehlungen. Nichts. Was haben wir? Disziplinarverfahren. Drei Führermeldungen wegen Insubordination, ich weiß nicht, was das Wort heißt. Getadelt für verpasste Fristen, gemeldet wegen von Frush Kelten. Das ist der Baumwissenschaftler, für den wir arbeiten. Aber er braucht die Daten von einem zweiten Wissenschaftler, für den wir aktuell halt die Daten löschen sollen. So, und der Frush hat den zweiten Wissenschaftler hier gemeldet. Weigert sich, Anweisungen auszuführen, weil sie unter seiner Würde sein und es gibt genug Idioten, die die Rinde kratzen können. Hm, interessant. Alle Dateien löschen. Oh. Okay, das ging schnell. Was haben wir hier? Von Frush Kelten können wir noch hier was gucken. Eine Meldung wegen zwanghaften Benehmens, bla bla, okay. Ich könnte Frush Keltens Daten auch löschen. Aber das mache ich mal nicht. Wir haben keinen Grund dazu. Du hast null Fortschrittsberichte, die du dir ansehen könntest. Okay, okay. Gut, was haben wir hier? Ordner, bla bla, Milch, wunderbar. So, Sarah, let's go. Wir sind wieder weg hier. Niemand hat gesehen, dass wir hier waren. Und du erzählst auch niemandem, dass wir hier waren. Sonst schließe ich dich in der Wohnung ein. Wunderbar. Haben wir hier noch irgendwas anderes Spannendes? Irgendein Roboter, der wieder elektronisches Ächzen von sich gibt. Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop, von früh bis spät. Ich habe nichts gemacht. 7 Tage die Woche. Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich laufe doch nur hier durch die Stadt. Habe ich die Stadt nicht erkunden? Also, was ist denn das hier für eine... Also wirklich, diese Soldaten manchmal sind ein bisschen, ne? Naja, ein bisschen fragwürdig, könnte man schon fast sagen. Ich bin auch nur hier gerade friedlich am Aufträge von irgendwelchen Wissenschaftlern ausführen. Guck mal hier, da ist der Kollege. Moin. Pass bitte auf, hier findet wichtige Forschung statt. Ja, ich weiß, ich helfe dir doch. Hast du gute Neuigkeiten für mich? Auf einmal geht's. Ja, alles ist für deinen Neuanfang bereit. Tatsächlich. Ich habe im Netzwerk nachgesehen. Es ist alles aktualisiert. Gut gemacht. Gerne. Du hast Wort gehalten, also tue ich das jetzt auch.
Auf dieser Slate sind die Daten für Kelten. Wunderbar. Gib's ihm, stopf's ihm gewaltsam in den Rachen, ist mir völlig egal. Alles klar. Danke für die Mitarbeit. So, der Sarah hält schon wieder gut Abstand. Die Fanta, das ist auch schon gar nicht gut, dass ich einfach die Daten für ihn lösche. Also ja, die ist aktuell nicht so gut auf mich zu sprechen. Vielleicht können wir das nochmal irgendwann fixen und irgendwie, was weiß ich, die ein bisschen aufmuttern. Wenn nicht, dann gibt genug andere Crewmitglieder in Bars, die man sich anheuern kann irgendwie, ne? Also. Es ist ein Privileg, für die Regierung der Justiz zu arbeiten. Ist es das? Du sitzt hier einfach so random auf einer Bank und guckt sich den Garten an. Ja, okay, warum nicht? Ne, kann man machen. So, hallo Kelton Thrush, ich habe die Daten für dich. Wenn wir uns weiter ständig begegnen, kann das Mess dich auch auf die Gehaltsliste setzen. Klingt gut. Hast du die Daten. Sie sind ziemlich wichtig. Natürlich. Du willst nicht wissen, was ich dafür tun musste. Du schuldest mir was Geld mehr, als du glaubst. Oder ich musste die Grenzen des Gesetzes überschreiten, um daran zu kommen. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Ich sag mal, du schuldest mir was. Wir brauchen Geld. Wenn es dir egal ist, ziehe ich vor, nichts davon zu erfahren. Von mir aus. Tut mir leid, wenn es kompliziert war. Ich möchte die Einzelheiten gar nicht erfahren, falls das später zur Sprache kommt. Vor allem in juristischer Hinsicht. Verständlich. Ich sollte die Daten überprüfen, um sicherzustellen, dass Emilio mich nicht hintergangen hat. Mach das. Aber du hast dich wieder einmal für mich eingesetzt. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt herausfinde, was wir tun können. Wäre schön. Gut, ich könnte das Ding immer noch fällen. Für eine Handvoll Credits tue ich alles. Das ist nicht gerade beruhigend. Nicht. Eigentlich das Gegenteil davon. Och, komm. Aber trotzdem. Ich bin sehr käuflich. Für deine Unterstützung. Sehr käuflich. Ich brauche Geld. Dringend. So, ich muss wieder mit ihm reden. Warum hast du noch einen Questmarker über deinem Kopf? Ich rede doch mal mit dir. Schaue später bei Kelt vorbei. Okay, dann schauen wir später bei ihm vorbei. Und gehen zwischenzeitlich zu einem der anderen Questmarker. Wir haben so viele Questmarker hier überall in der Stadt. Oh, what? Nachrichten? Zu keiner Zeit in Gefahr gewesen sein. Nachrichten. So Nachrichtensäule. Warum nicht? Nun gut. Ja, ich gehe mal andere Questmarker hier, abklappern. Ah, die unteren Ebenen. Was haben wir denn da noch übrig? Ich dachte, eigentlich werden die unteren Ebenen abgeschlossen. Oh, warte mal. Vielleicht gar nicht die untere Ebene. Hier wird nämlich wieder nicht angezeigt, was wir machen müssen. NAC Flugsimulator? Ah, lol. Hier sind wir. Wird jetzt angezeigt, wo wir hin müssen? Ah, NAC Haltestelle, ja. Aber hier ist doch trotzdem noch ein Symbol auf dem Fahrstuhl. Oder nicht? Guck mal hier. Wo soll ich denn hin? Machen wir später. So, okay, das heißt, wir haben hier noch einen Questmarker. Dann gehen wir mal hier zur NAC. Ah, ne, die war nur, dass ich zum Raumhafen gehe, ne? Die sagen mir auch nicht, wo ich hier hin soll. Gut, dann mache ich es halt nicht, sondern dann gucke ich halt auf der Map. Die Map sagt mir auch nicht wirklich was. Dann gehe ich halt in mein Missionsprotokoll. Und wir schauen da. So, haben wir noch irgendwas Interessantes hier? Wir haben zwei Missionen. Das ist von der Constellation, glaube ich, was wir machen sollen. Oder? Sprich mit Sarah, das haben wir... Ah, nee, das haben wir erledigt. Ah, der Streifen heißt erledigt, verstehe. Fraktionen haben wir natürlich noch. Sonstiges. Den Frieden waren, was haben wir denn hier noch alles? Raffiniert, destilliert. Ah, das sind auch alles Erledigte hier. Sprich mit Agent Platon. Ich gehe einfach mit Platon. Wie bist denn du? Okay, dann machen wir die Mission. Ich weiß nicht, wo wir die her haben. Man kann ja immer wieder zwischendurch einfach irgendein NPC-Gelaber aufschnappen. Und wenn die einfach sich unterhalten über irgendeinen Schatz, der irgendwo vergraben ist, dann sofort, bam, kriegt man eine Nebenmission reingerückt. Ohne deine Hallo. Hilfe hätte ich die Slate nicht bekommen. Danke. Bist du nicht Platon? Ach, Mist, ich habe noch alle Questmarker aktiv. Mein Fail. Ah, Verteidigungsforschung, medizinischer Dienst und Aegis. Interessant. Da war ich, glaube ich, noch nie auf der Ebene. Moin. Außer man kann ja auch zu Fuß vielleicht lang. Aber das kommt mir nicht sehr bekannt vor. Schöner Stein hier in der Wand. Schöner Naturstein. Ui, guck mal hier. Bin ich hier richtig? Ich muss eigentlich nach rechts ticken. Moin. Wir arbeiten hier mit bahnbrechenden, wegweisenden Technologien. Das ist toll. Das ist toll. Ja, das freut mich, aber ich muss hier, glaube ich, gar nicht lang. Hallo, Sarah. Ich glaube, ich muss hier eine Tür weiter rechts. Ja, guck mal, das sieht richtig aus. Authorized Personnel Only. Personnel mit E? Ist das richtig? Ich dachte, das wäre mit A. Na gut, egal. Hallo, ich muss mit dir reden, sagt die Quest. Ich weiß nicht mehr wieso, aber... Je weniger Leute sich ständig Gedanken über Aegis machen, desto einfacher ist mein Job. Jeder Interessant. Bürger der Colonies ist für ihre Sicherheit verantwortlich. Aber wir erledigen einen Großteil davon. Was ist denn Aegis? Erklär mal. Wir sind der Geheimdienst der United Colonies.
Geheimdienst. Die UC Security reagiert auf Bedrohung. Aegis verhindert, dass sie überhaupt erst entstehen. Okay, okay. Was machst du hier? Ich bin der Leiter von Aegis, der Geheimdienstabteilung im MAST. Ich beaufsichtige unsere Projekte und die Agents cool. im Einsatz. Weitere Einzelheiten kann ich dir aber leider nicht nennen. Ach, kein Ding. Okay, ich soll was für die UC Security abholen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir sollen was abholen. Du machst jetzt Routinearbeit, Captain? Das ist ja eine schöne Belohnung für ein Mitglied der Vanguard. Mhm. Sergeant Hume braucht Hilfe, also habe ich mich gemeldet. Kein Job ist mir zumindest da. Ich brauche Credits dringend. Wir bleiben mal formell, ne? Also, Sergeant Hume braucht Hilfe. Sehr löblich. Genau die Einstellung hat dich wohl so schnell durch die Ränge befördert. Mhm. Danke. Oh, das war kein Kompliment. Nur ein Kommentar. Der ist ein bisschen komisch, der Typ, aber okay. Kommen wir zur Sache. Gibt schlimmer. Wir glauben, einer unserer Übergabepunkte ist aufgeflogen. Mhm. Darum möchte ich, dass jemand von der UC Security die Sache übernimmt. Das kann ich machen. Bring das Paket zu Sergeant Yumi. Er wird es als Beweis aufnehmen, bevor es wieder zurück zu Aegis kommt. Alright. Alles klar. Sag mir nur, wo ich das abholen soll. Fahr mit der Net zum Weltraumhafen. Direkt beim Bahnhof gibt es einen Galbank-Automaten. Das Paket klebt unter einer der Bänke. Bring es zu Sergeant Yumi, dann ist der Job erledigt. Okay, machen wir. Viel Glück mit der Mission. Jupp, dankeschön. Alles klar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Wie gesagt, ich mache die Nebenquests hier alle so ein bisschen durcheinander hier gerade mehr oder weniger. Weil ich gerade einfach, ich habe einfach alle Questmarker eingeblendet und also hab die dann halt so nach und nach abgeklappert. Deshalb weiß ich gerade nicht mehr, wieso und weshalb die Quest hier war. Aber gut, wir holen ein Paket ab anscheinend. Und ich weiß auch nicht mehr, wer Agent Yumi war, obwohl mir der Name bekannt vorkommt. Oh, es regnet wieder ein bisschen. Ah, guck mal hier. Hallo? Blub. Eingesammelt und wir rennen da vorne zum Punkt einmal hin. Oh, Gewitter und ein Raumschiff, das abhebt. Geil. Ich müsste aber eigentlich ein, zwei Fotos von der Stadt machen, weil die Stadt, die finde ich, finde die echt einfach sehr schön. Kann ich nichts, also... Was will man sagen? Guck mal, es sieht doch einfach schön aus. So, Fotomodus, V... Und dann einfach nochmal so ein schönes Bild von der Stadt. Kann man, wie gesagt, auch mal Thumbnail benutzen, sowas. Ist einfach sehr geil. So, wir sind auch schon direkt hier. Ne, wir sind sogar schon zu weit gelaufen. Hallo. Ah, Bruder. Ah, ich glaube, das war die Quest, die ich gemacht hatte, als ich vergessen hatte aufzunehmen. Das war, da hatte ich 5 Minuten gezockt und war mit dir am Reden und habe dann vergessen aufzunehmen. Schieß los, falls du noch Fragen hast. Paket habe ich für dich. Ausgezeichnet. Heutzutage sind gute Leute selten. Allerdings ja, kennt man. Scheinen wir Glück zu haben. In letzter Zeit gab es bei uns viel Zuwachs. Sehr schön. Und alles nur dank meiner eigenen Initiative. Glückwunsch. Freue mich, dass es geklappt hat. Ja, gib mir die Credits. Ich würde es mir nicht zu gewundert machen, Leute von der Straße zu rekrutieren. Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ganz simpel. Mich auch. Und da ihr alle auf Abruf arbeitet, sparen wir uns die Formalitäten. Okay. Hier ist dein Geld. Falls ich mal wieder einen Dankeschön. Job für dich habe, melde ich mich. Sehr gut. 2500. Machen wir. Easy. Guter Deal. Können wir machen. So, ist diese Questline abgeschlossen oder geht es hier noch weiter, frage ich mich. Ich weiß es nämlich nicht. Aber da vorne noch ein Questpunkt ist. Ich denke mal, wir gehen einmal Bericht erstatten oder sowas. Und dann sollten wir eventuell auch schon alle Quests in Neuatlantis abgeschlossen haben. Oder? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Bis auf den Forscher, aber da muss ich halt einfach eine gewisse Zeit warten. Ich beschäftige mich mit Geschichte und daher auch mit Krieg, Intrigen. Und Verrat. Okay. Im Hallo? Im Botschaftsdistrikt herrscht eigentlich immer Unfrieden. 3 zankende Häuser in derselben Straße. Was hältst du denn von dem Botschaftsdistrikt? Großartig, oder? Ein Beleg für die Kompromiss- und Kooperationsfähigkeit des Menschen. Mhm. Aber seien wir doch mal ehrlich. Der Vertrag ist nur ein sorgfältig ausgetüftelter Betrug. Ich weiß es nicht, aber möglich. Eigentlich ist ein Beleg für die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu belügen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich könnte dir helfen. Hervorragend. Du kannst wirklich etwas für mich tun. Na, so ein Zufall. Ich sammle in meiner Freizeit Pflanzen. Pflanzen? Je seltener, desto besser. Vor allem von der Erde. Ein oh. Olivenkern ist der Stolz meiner Sammlung. Aha. Bitte pflanze den Kern im Atrium ein, damit er zu einem Symbol des Friedens heranwachsen kann. Ja, das mache ich. Die Erde muss ich auch nochmal unbedingt besuchen. Aber wir waren ja einmal kurz am Mars, weil ich war, glaube ich, sogar schon zweimal kurz am Mars. Oder, nee, einmal. Ich weiß es nicht. Aber es ist dann direkt, auf jeden Fall direkt wieder weggeding ist. Ja, klar, kann ich machen. Danke. Ich belohne dich dann bei deiner Rückkehr. Alles klar.
Olivensamen hinzugefügt. So, optional, übergibt der Wache den Samen. Ja, interessant. Mhm. So, hallo. Können wir schon mit dir reden? Ich muss die Daten verifizieren und sichern. Die Daten könnten essentiell sein. Ja. Es könnten Leben auf dem Spiel stehen. Ja. Danke nochmal, dass du die Daten... Okay, wir müssen hier nochmal warten anscheinend auf den. Dann würde ich sagen, wir gehen in der Quest mal nach. Schon haben wir noch andere. Ah, Olivenzweig, guck mal hier. Die Quest wollte ich mich eigentlich gerade machen mit dem Olivenbäumchen. Alright, wir müssen den einmal einpflanzen. Ich sag der Wache erstmal Bescheid, hallo. Kann ich helfen, Bürger? Ich sollte es einpflanzen. Ich hatte gehofft, du könntest es für mich entsorgen. Was? Nein, nein, nein. Ich wollte dir nur danken, du machst einen fantastischen Job. Oh, danke. Okay, wunderbar. Erst kurz mit einschmeicheln. Es hat auch kein Problem, dass ich hier was... Geh sofort weg da! Ich will es einpflanzen, Kollege. Kann ich helfen, Bürger? Ja. Also... Ich will das hier gerne einpflanzen. Also hast du ein Problem damit? Irgendwie, komm mal hier. Halt dich vom Garten fern. Aber warum? Ich will nur Olivenkern hier einpflanzen. Was ist dein Problem? Hallo? Was machen wir mit dir? Ja, und jetzt? Die Diplomatie wird niemals sterben. Die Frage ist, wird sie für das Gute eingesetzt? Jetzt legt ihr mal nicht vom Thema ab, du. Die Wache, die... Also, ich darf das nicht einpflanzen. Das scheint illegal zu sein hier. Kann ich dich nicht darauf hinweisen, dass das vielleicht ein bisschen illegal ist? Ja, gut, von mir aus, dann brauche ich halt eine Ablenkung, wenn mir das Spiel keine andere Option gibt. Ich kann den Aquila City Shuffle probieren. Lange Reden schwingen ist meine Spezialität. Ja. Wache, ich will ein Verbrechen. Ich bin ja schnell weg. Okay. Ist aber auch das allererste Mal jetzt, dass mir im Spiel irgendwie was vorgekommen ist, wo ich mir denken würde, okay, da hätte ich gerne eine Möglichkeit mehr. Ist sonst noch nie vorgekommen, muss man fairerweise sagen. Okay. Ich rufe Verstärkung. Gut. So. Verstecken uns hier. Was redet er denn? Geil. Okay, so, hallo, ich bin wieder da. Nein, hey. Nicht du. Hallo, ich wollte mit ihm reden. Moin. Im Botschaftsdistrikt herrscht eigentlich immer Unfrieden. Drei zankende Häuser in derselben Straße. Ich kann dich auch nicht darauf ansprechen, dass das irgendwie illegal war, was ich gerade getan habe. Okay, ich habe eingepflanzt, gut. Gut gemacht. In ungefähr 5 Jahren ist daraus ein Baum gewachsen. Ja, wunderbar. Man sehe und staune. Gerade als die Menschen anfangen, am Sperrvertrag zu zweifeln, erblüht im Botschaftsdistrikt ein Wunder. Ein Olivenzweig. Wenn ein Krieg darauf... Ja, für ein Symbol ist mir das etwas zu platt. Komm. Du überschätzt die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen. Manchmal ja, vielleicht. Muss die Botschaft grob sein. Es ist traurig, aber wahr. Unsere Anführer sind einfach nicht klug genug. Und doch wurden sie auserwählt. Wie dem auch ja. sei, ich vertraue auf dein Stillschweigen in dieser Sache. Ja, vertraue mal. Und um das sicherzustellen, ist hier deine Belohnung. Okay, dann vertraue auch nur 1300. Naja, egal. Ganz ruhig vertrauen. Wie gesagt, ich bin sehr käuflich, ich brauche Geld. Hallo, kann ich jetzt mit dir reden? Sag mir nicht, wie du die Slate von Emilio bekommen hast. Ich will eigentlich nur die nächste Quest annehmen. Okay, ich glaube, ich gehe mal kurz wieder auf alle Zielmarkierungen anzeigen. Wir haben den Wissenschaftler hier und wir haben die NAC hier. Ich glaube, wir sind mit Neu-Atlantis durch, mit allen Quests. Und ich habe die Stadt ziemlich gut erkundet. Es gibt sicherlich noch ein, zwei Ecken, die ich noch nicht gesehen habe. Irgendwelche Läden, die ich noch nicht gesehen habe. Aber an sich, im Groben würde ich sagen, wir kommen ja vielleicht später nochmal zurück, ne? Denke ich mal. Also im Groben würde ich sagen, ich habe erstmal alles erkundet soweit. Und ich kann hier guten Gewissens abheben. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich denke mal zum Raumhafen. Ich weiß nicht, da ist irgendwie ein Bug, wenn man diese Menüs öffnet, wo man auswählen kann, auch bei Fahrstühlen oder halt bei den, hier bei den Zügen. Dann wird einem immer nicht angezeigt, wo man hin muss, genau. Ein bisschen schade, aber gut, was will man machen? So, wir scheinen hier aber richtig gewesen zu sein im Raumhafen. Das ist von dem Wissenschaftler. Ich kann noch einmal nachgucken, sicherheitshalber. Aber ja, wir haben nur im Mastdistrikt hier noch einen Marker. Dann gehe ich einmal zurück zu meinem Raumschiff und hoffe, dass ich die Schmuggelware irgendwie loswerden kann.
Wenn nicht, dann wäre das natürlich ungünstig. Achso, und ich speichere noch einmal ganz kurz, falls ich gleich entdeckt werde mit der Schmuggelware. So, dann Raumschiff, hallo. Ja, wie gesagt, Geld haben wir nicht mehr viel, sonst würde ich nochmal mein Raumschiff ein bisschen upgraden, aber was will man machen? So, Cockpit. Und, ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten ja die eine Piratenquest angefangen. Ich würde sagen, wir machen die einfach mal weiter. So, dann da sehen wir jetzt auch die extra, seht ihr gerade nicht, aber meine extra Energieleisten, die wir haben durch meinen Reaktorkern. Wir haben ein Schilddings mehr und ich würde fast die Antriebe einen runter machen, um noch einen mehr auf die Laser drauf zu packen. So, und die Frage wäre jetzt, ich packe mich erstmal wieder nach links. Die Frage wäre jetzt folgende und zwar, Hilfe. Missionen, Fraktionen, alles, was wäre jetzt die Mission, die wir machen wollen? Erstmal gehen wir wieder auf aktive Zielmarkierungen. Die alte Heimat. Ne, das war die Hauptquest nach, genau, Moara. Den waren wir eigentlich am Suchen, bevor wir inhaftiert wurden oder für die Piraten arbeiten mussten. So, ich glaube, das hier war die... Ja, genau, erstattet der UC Vigilians Bericht. Oder bringe die Beweise zu Leonard Toft. Ich weiß nicht genau, welche Mission von den beiden das war. Aber wir machen erstmal Echos der Vergangenheit hier. War das die richtige Quest? Ja, das war die richtige Quest, genau. Die wir gemacht haben, bevor ich in Neu-Atlantis einen Zwischenstopp eingelegt habe. Wir haben hier noch Fitness, was geleuchtet hat. Warum leuchtest du? Kann ich irgendwas machen? Okay, es leuchtet einfach so. Ich weiß nicht wieso. Dann gehen wir einmal unterwegs. Wir hüpfen in den Überraum. Wir laden einmal den Graf-Antrieb ein bisschen mit bisschen Energie. So, UC Vigilians, hallo. Ich würde gerne einmal... Nee, nicht rufen, ich würde bloß ein bisschen... Ah, fuck, ich vergesse immer wieder meine Antriebe Energie zuzuweisen. Andocken würde ich gerne, hallo. Und dann erstatten wir einmal Bericht und dann ist die Quest eventuell abgeschlossen. Nee, denke ich mal nicht abgeschlossen. Wir müssen ja erstmal Bericht erstatten, aber wir sollen danach die Piraten noch auslöschen. Außer natürlich die Beweise zu überliefern reicht. Und dann ist die Quest damit beendet. Aber die Piraten hatten doch auch noch was die von uns wollten, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Hallo, Fahrstuhl fahren einmal zum Operationszentrum. Moin. Wir jagen Piraten in der ganzen Galaxie. Das glaube ich gerne. So, ich kann meine Mainwaffe wieder hier rauspacken, jetzt wo ich Munition dafür habe. Zurück? Bin ich. Und wie lief's? Ich habe Crimson Fleet erfolgreich infiltriert. Dieser Plan wird funktionieren. Ich bin nur durch mit der Schade. Ich will aussteigen. Ich dachte, ihr überwacht mich unterbrochen. Warum bist du überrascht, mich zu sehen? Ganz ehrlich, weil wir es noch nie so weit geschafft haben. Krass. Der letzte Agent, der die Fleet infiltrieren sollte, ist in der Leichenhalle in New Atlantis gelandet. Okay. Ich habe die Crimson Fleet erfolgreich installiert. Infiltriert. Dieser Plan wird funktionieren. Dann geht es voran. Perfekt. Sarah Morgan hat das gefallen. Gute Arbeit, Neuling. Dankeschön. Ich wusste, dass wir Delgado überlisten können, aber Neva, easy. Die ist clever. Sie zu täuschen ist nicht leicht. Ja, die war auch ein bisschen auf Trab. Hast du schon etwas Berichtenswertes entdeckt? Delgado sucht ein Gelbankschiff namens Legacy, das mit einem Vermögen an Bord verschollen ist. Woher wusstest du? Legacy, warum kommt mir das Stimmt, bekannt? Das war das Ding, was sie noch mit uns machen wollte. Augenblick mal. Soll das etwa heißen, Delgado hat Kriegs Vermächtnis entdeckt? Ich hab's entdeckt. Moment, Commander. Hast du Kriegs Vermächtnis gesagt? Bitte sag mir, dass du das nicht ernsthaft glaubst. Es weiß doch jeder, dass das nur ein Mythos ist. Ist es? Ich habe einen Beleg, dass das Wort Vermächtnis mit Kriegs Namen verbunden ist. Das ist ein zu großer Zufall, um es als Mythos zu Ich dachte, ich hätte das entdeckt, aber irgendwas Gut anderes anscheinend war's. Wir haben in letzter Zeit einige entsprechende Nachrichten abgefangen. Wir waren davon ausgegangen, dass das ein Märchen ist, um Rekruten anzulocken. Ich glaube, es ist wahr. Märchen oder nicht, Delgado glaubt daran. Finden wir raus, ob Delgado Gespenster jagt oder er klüger ist, als wir annehmen. Finden wir heraus. Mal sehen, was wir hier haben. Nö, keine Einträge zu einem Gelbank-Transporter namens Legacy in der Datenbank. Ich glaube, Delgado will dich manipulieren. Commander? Ich glaube, es gibt keine Einträge, weil die Galbank etwas versteckt. Das klingt schon eher plausibel. Delgado ist kein Idiot. Wenn er seinen eigenen Hals riskiert hat, um an diese Infos zu kommen, dann weiß er etwas. Wir müssen das ernst nehmen. Wie geht das jetzt weiter?
Ich soll auf den Starliner gehen, um einen Zugangspass zum Galbank-Archiv zu stehlen. Clever, Delgado. Sehr clever. Ich an deiner Stelle würde genau das Gleiche probieren. Mhm. Wir müssen verhindern, dass Delgado die vielleicht größte Beute in die Finger bekommt, die die Crimson Fleet je gesehen hat. Ja, ich behalte die Beute einfach selber. Ich nach New Atlantis fliegen und das Galbank-Management befragen, Sir. Wir müssen die Initiative übernehmen. Nein. Wir lassen die Sache laufen und uns von unserem Agent weiter mit Informationen versorgen. Das genügt vorerst. Okay, wunderbar. Es wird nicht reichen, den Transporter zu lokalisieren. Jasper Criggs war clever. Und aus irgendeinem Grund ist er nie dort angekommen. Mhm. Dann mache ich weiter wie geplant. Sollte ich die Sache nicht beenden, indem ich Delgado umbringe? Gute Frage eigentlich. Damit Neva Mora seinen Platz einnimmt? Oder Shinya Foss? Ja, okay. Hat er oder recht. Irgendein anderer der Piraten, die auf seinen Posten schielen? Macht Sinn. Nein, wir müssen die Undercover-Operation fortsetzen und herausfinden, ob das wirklich eine glaubwürdige Gefahr ist. Machen wir. Meine Haare sind ein bisschen... Die Ecke hier oben ist... Na, egal. Dann mache ich weiter wie geplant. Das ist absolut entscheidend. Ja. Wenn die Crimson Fleet einen Transporter voller Geld in die Hände kriegt, wäre das desaströs für die besiedelten Systeme. Glaube ich. Du musst alles tun, um uns weitere Informationen zu beschaffen. Machen wir. Und bring um Himmels Willen auf diesem Starliner niemanden um. Wegtreten, beide. 7800, okay, ich bringe niemanden um. Bei so viel Geld bringe ich garantiert niemanden um. Und ein neuer Skillpunkt. Let's go. Was forsche ich denn? Ich kann Level 2 Sachen erforschen. Hier, warte mal, dann müsste ich hier auch schon Level 2 Sachen können. Ach, ja moin, Tatsache. Oh Gott, die sind alle 4 Level. Man kann so viel leveln. Weniger physischer Schaden. Effektivität von Getränken und Nahrung wird erhöht. Du kannst im Kampf rutschen. Oh, rutschen hätte ich Bock drauf. Mal ehrlich. Ja, komm, rutschen ist da. Bam. Erleide 100 Sturzschaden. Meine Quest ist, dass ich Schaden nehmen soll. Was ist das für eine... Oh mein Gott. Okay, ich denke, ich springe gleich einfach. Wie viele sind 100 Schaden? Ich weiß nicht, wie viel Leben ich insgesamt habe. Wo sehen wir das? Kann man das irgendwo sehen? Mit B war doch, genau. 444 habe ich, okay. Das heißt ungefähr ein Viertel Leben. Ja, das sollte man irgendwie sie nehmen können als Schaden, denke ich. Nein, Cockpit. Jedes Mal drücke ich E. Jedes Mal drücke ich E. Er. Ja, mach das ruhig. Apropos Crew-Position. Warte mal, stopp. Wo ist eigentlich mein Roboter? Vasco, nicht zugewiesen. Crew kann gelandet, Schiffen überall zugewiesen werden. Ach, ich kann ihn nicht im Weltraum zuweisen. Ja, kacke, ey. Ich habe die ganze Zeit ihn nicht zugewiesen. Ich habe mich schon gewundert, weil der hat ja noch irgendwie für mich gearbeitet. Lol. Okay, dann lande ich das Schiff gleich auf dem nächsten Planeten und dann weise ich Vasco mir eben zu. Abdocken. Moin. Ich bin ja gerade bei Phobos, mein die hier, der Planet, also der Mond vom Mars direkt neben mir ist. Klammern gelöst. Wunderbar, gut gemacht, Sarah. Wo ist denn der Planet? Warte, ich muss ja eh Planetenlandungen über die Map machen. So, wir scannen erstmal Phobos hier. Was haben wir hier? Typ analysiert. Typ Asteroid. 0,01 G. Ich kann nicht auf Phobos landen. Och komm. Landeziel festlegen. Warte mal. Du kannst hier nicht landen. Nein. Okay, aber auf dem Mars können wir landen. Ich lande einfach mal hier. Wo kann ich auch nicht landen? Das Schmuggelwache bei dir. Ja, und jetzt? Warte mal. Ich habe eine Idee. Die könnte komplett dumm sein. Die könnte aber auch jetzt richtig smart sein. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie die das scannen, aber ich... Falls sie nur den Frachtraum scannen, bin ich der genialste Spieler des Planeten. Oh Gott, du bist schwer. Und zwar meine Schmuggelware. Die... Oh, die ist nicht bei Sonstiges. Die ist unter Ressourcen, nehme ich an. Wo ist meine Schmuggelware hin? Ach, die habe ich im Inventar. Warte, ich bin dumm. Pass auf. So, wir gehen hin auf Sonstiges. Nee, du bist... Da bist du. So, was ist, wenn ich dich einfach ablege? Und wir lassen es einfach hier auf dem Boden rumfliegen. Wir verstecken das schön hier in der Ecke, dann fällt es überhaupt nicht auf. Nee, warte, noch besser. Es ist ein Bethesda-Game, das heißt, man kann die Sachen tragen. Und wir... man darf sich nicht so schnell drehen, okay. Und ich werfe das jetzt einfach irgendwo hier hinten, guck mal, in meinen Küchenschrank rein. So. Da, guck mal, das fällt überhaupt nicht auf. So, warum Sarah? Lass mal die Türen zu, bitte, hier, es zieht.
Jetzt die Frage natürlich, scannen die nur meinen Frachtraum oder scannen die mein gesamtes Schiff? Weil sonst wäre es ziemlich lustig, wenn es einfach so funktionieren würde. Man muss es ja mal ausprobieren. Im Sinne der Wissenschaft. So, Mars, hallo? Oh, es geht nicht. Okay, schade. Ja, scheiße, wie kriege ich denn jetzt meine Schmuggelware los? Okay, Sekunde. Erstens, Schmuggelware müssen wir in Krux verkaufen gehen. Kann ich hier sofort hinwarpen? Ja, weil wir die Strecke kennen. So, hier, ich würde sagen, wir gehen zum Schlüssel, weil hier die Piratenstation ist. What? Was ist passiert? Ach so, so, Krux. Ich springe da einmal hin. Da ist die Piratenstation. Ich muss wieder hier Energie auf meinen Graf-Antrieb leiten. Das heißt, die Piraten werden ja sicher ein System dafür haben, wo ich meine illegale Ware verticken kann. Das heißt, ich gehe zu den Piraten und verticke die Ware. Dann gehe ich zurück... Oder gehe ich zurück nach Sol? Ich hätte nämlich auch noch Bock, die Erde zu erkunden. Das müssen wir auch noch machen. Irgendwann mal auf der Erde landen, einfach mal gucken, wie es da aussieht. Aber vielleicht warte ich da auch noch, weil ich könnte mir auch vorstellen, Hilfe, 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 oh Gott. Dass es bei der Erde irgendwie ein Dingens gibt, andocken hier. Oh Gott sei Dank ist das automatisch. Ey, dass es bei der Erde bestimmt nur eine Quest gibt, wo man irgendwie durch die Quest hin muss. So, und was soll ich gerade noch sagen? Achso, genau. Danach gehen wir dann weiter nach Orion oder wie das System auch immer gerade hieß. Ne, Olympus hieß das, genau. Dass wir dann da unsere Quest weitermachen, in der wir eigentlich gerade dran sind. So. Wenn du Borg siehst, sag ihm, er soll ein wenig lockerer werden. Ja. Wenn du entspannen willst, meide das Lasten. Okay, pass auf. Können wir hier rein? Nein, hier können wir da nicht rein. Wo war nochmal? Moin. Ah, hier was. Er sitzt immer noch da und labert über seine Waffen. Gut, so, Piraten. Hallo. Ich würde gerne ein bisschen illegales Zeug loswerden. Das müsste ja machbar sein bei euch. Moin. Ich mag die Piratenstation. Irgendwie. Ich hab zwar... Kein Bock hier irgendwie dem beizutreten. Aber irgendwie mag ich die Piraten. Guck mal, ich kenne die Station sogar schon ein bisschen aus. Wenn ich hier vorne, ist nämlich der Handelsbereich. Moin. Ja, genau hier. So. Oh, der Pirat handelt auch gerade. Abzockversuche scheitern bei mir. Ich weiß, wenn was einen Wert hat. Ja, wie bist du denn auf die gelandet? Erzähl mal. Ich bin mit ihr groß geworden. Mutter trat bei, als ich 12 war. Sie war eine tolle Schmugglerin. Wir lebten immer ganz gut, aber sie nahm das Beitrittsangebot an, als ein Job fast schiefgegangen wäre. Sie dachte, wenn ihr etwas zustoßen würde, hätte ich dann immer noch ein Zuhause. Hm. Wir sind unter Piraten aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob das die beste Erziehung ist. Sieht an dem klassischen Ende gut alles gut aus. Ich wette, unter diesen Umständen aufzuwachsen war ein ziemliches Abenteuer. Da wolltest du je raus und was Legales machen? Interessante Frage. Zwei Dinge brauche ich in diesem Leben nicht. Einen echten Boss und Kunden, den ich nicht ins Gesicht schießen darf, wenn sie mich aufregen. Okay. Er lässt mir hier freie Hand, solange ich der Fleet die Stange halte. Na dann. Ich verkaufe, was ich will. Ich arbeite, wann ich will. Ich tue, was ich will. Und so soll es auch bleiben. Hat auch wieder was natürlich so als Pirat manchmal, ne? Ja. Ich werde in diesen Umständen aufzuwachsen. Es war ein ziemliches Abenteuer. Das war's. Ich habe schon damals bei den Schmuggelaktionen mitgeholfen, das Wachpersonal abzulenken. Verblüffend, wie sehr sie von der Fährte abkommen, wenn ein Kind an Bord ist. Vor allem so ein süßes wie ich. Dank Mutter und der Fleet kann ich mich aus allem rausreden und alle Waffen und Schiffe der Galaxie nutzen oder reparieren. Solche Fertigkeiten braucht man zum Überleben. Ja, alles klar. Reden wir über das Geschäft. Jetzt sprichst du meine Sprache. So, ich muss illegale Sachen loswerden. Bitte sag, nein, sie verkauft es auch nicht, okay. Egal, wir gehen hin, wir sortieren nach Gewicht und verticken alles außer Niedrige. Bop, bop, bop. Aber sie kann immerhin schon mal gestohlene Sachen loswerden. Das können andere ja auch nicht. Oh lol, hier könnte ich auch die Hefte loswerden. Warum sollte ich denn die verkaufen? Macht ja gar keinen Sinn, aber hier, das kann ich verkaufen. Und das kann ich verkaufen. Ach, weil das gestohlen ist, konnte ich das woanders nicht loswerden. Probaus Analysedaten. I guess. Aber die drei müssen auf jeden Fall behalten werden. Das sind permanente Buffs, die, also holy shit. So, ne, stopp. Kaufen wollte ich noch was. Ich bin gern bereit, dir ein paar Credits abzunehmen. Ja, ich wollte nämlich einmal gucken, was du denn noch so im Angebot hast. Sonstiges, irgendwas Tolles hier. Jo, 2400, das kommt mir bekannt vor, das Modell. Vytinium. Einzigartige anorganische Ressource. Okay. Irgendwas krasses bei Notizen dabei? Nein. Hast du Munition da oben? Warte mal ganz kurz. Waffen. Oh, die Sniper wäre geil.
Hätte ich auch wieder Bock drauf auf so eine Sniper, ehrlich gesagt, ne? Aber die ist teuer, aber nee, komm, ich bleib mal. Oh Gott, ein übelst teurer Anzug. Oh, yo, 176 Füße. Digga, das ist ja ein halbes Doomslayer-Outfit. Es sieht sehr geil aus und es hat, holy shit, die Stats. Scheiße. Ich brauche das. Okay, ich kann nicht zufälligerweise für fett Geld meine Waffen verkaufen, oder? Ne, die hat gar nicht mal so viel Geld, was sie mir geben könnte dafür. Oh, scheiße. Ja, okay, was wir machen. Oh, mein Raumschiff kann ich auch mal verkaufen. Hier fällt mir gerade auf, warte mal ganz kurz. Oh, lol, ich habe die Schmuggelware im Raumschiff liegen lassen. Oh Gott, ja, natürlich kann ich die Schmuggelware nicht verkaufen, wenn ich die Schmuggelware nicht dabei habe, sondern in meinem Raumschiff rumgammeln ist. Sekunde, ich hole die mal eben. So, da bin ich wieder. Hallo. Gefällt dir was davon? Wir können über alles reden, solange ja. du die Credits hast. Ich hoffe, du hast Geld. Ich habe nämlich was ganz Tolles. Das nennt sich, ja, nur 1000. Das war 11.000 wert. Ja. Naja. Besser als nichts. Aber das ist trotzdem ein Scam. Das ist ein gewaltiger Scam. Du hast nicht zufälligerweise Dietriche? Nee, du hast auch kein Dietriche. Ja, komm. Nee, geh dich Besuch vergraben. mich mal wieder, ja? Ja. Mal schauen. Hallo, Sarah. Bitte sag, Was na verkaufst gut, du? fass dich kurz. Ich muss Pläne sortieren. Ich wollte gerade fragen, wie du hierher gekommen bist, aber gut, dann Siehe da, mein fassen wir uns Sortiment. kurz. So, coole Ohrringe hast du übrigens. Du verkaufst nur Ressourcen und nur erste Hilfe, nichts, was wir brauchen. Gut, ich bin Wie weg. du willst. Ja, wenn du nichts hast, Ja. was ich brauche. Hallo. Was hast du? Du brichst auf? Dann brauchst du vielleicht eine bessere Panzerung. Du machst Rüstung anscheinend, oder wie? Starten Ich wir schau mal gleich ganz schnell aus. vorbei nur und wenn du nichts dabei hast, bin ich sofort wieder weg. Einen Cutter verkaufst du, okay. Verschiedene Piratenrüstungen verkaufst du. Ja, cool, aber nee. 14 Dietriche. Ich bin im Himmel. Du bist der Beste. Du bist der Beste von allen. 14 Dietriche, du bist so eine verdammte Legende. Bis dann. Kollege. Ich merk mir dich. Zaryn Kallus. Ich schreibe dich irgendwo auf. Was an der Legende. Waffen, Mods, was immer du brauchst. Die sieht cool aus. Was sagt man dazu? Neva Der Typ Superstar. war ja mal ultra cool. Ich wusste, dass du meine kleine Ecke im Schlüssel finden würdest. Das tun alle irgendwann. Ich weiß nicht, was du verkaufst. So, ein großes Tier erkenne ich mir noch. Was verkaufst du hier? Sieh dich um, du Genie. Und erzähl mir nicht, dass du noch nie eine Ah, Schusswaffe gesehen Waffen. hast. I see. Aber wenn du es unbedingt hören willst, Ja, ich okay. verkaufe etwas, das sich Waffen und Munition Ah, nennt. ist ja gut. Ich wollte mal nachfragen. Ja. Überspringen wir den Smalltalk. Ich will was kaufen. Hey, wenn du meine Taschen mit Credits füllen willst, werde ich dich nicht daran Wenn du hindern. was Vernünftiges hast, wohl Der gemerkt. Großteil meines Sortiments ist Standard. Kinetik, Elektromechs, Energie. Sogar ein paar Sprengstoffe. Manchmal lagere ich auch Schmugglerware. Sehr Das Zeug, schön. mit dem dich die Systef nicht rumspielen lassen will. Ja. Versuch nicht, mich übers Ohr zu hauen. Ach, Sonst Quatsch. gebe ich dir eine Gratisprobe. Und dein Kopf Nein. ist mein Wir Ziel. sind doch Besties, solange ich für die Piraten arbeite. So, die Drohung würde klappen, hättest du es geschafft, mich wenigstens. Ich bin zwar neu, aber du kannst mir vertrauen. Und du willst, dass ich dir das einfach so glaube? Lass mich doch einfach Perfekt. Geld ausgeben. Kleiner Rat, du kannst das Vertrauen der Fleet nicht kaufen, nur verdienen. Ich will trotzdem Geld Du ausgeben. blutest für die Fleet, die Ja. Fleet blutet für Ist dich. schön, ist So schön. Da kann einfach ich bitte ist jetzt gucken, was das. du mit mir angeboten Wer was hast? anderes behauptet, lügt oder ist bereit, dir ein Messer in den Rücken zu rammen. Schön, Dankeschön für die Lektion in der Etikette, Frau Professorin. Sag nicht, ich hätte dir nie einen Gefallen getan. Sage ich doch gar nicht. Was hast du so auf Lager? Danke. Ich wette, ich habe etwas, das dir ins Auge sticht. Ich wollte nur mal ganz kurz vorbeigucken und die labert mir wieder einen halben Roman an die Backe. So, die Model laden nicht? Okay. Irgendwas Interessantes hier? Boah, immer die gleichen Waffen irgendwie. Eine Pirate Legend. Die Waffe haben wir in einem Waffenladen, glaube ich, gesehen, ne? Ein Gewehr. Das Drehen ist manchmal ein bisschen komisch. Aber.
Distanz 40? Das sah aus wie eine Schrot. Das ist keine Schrot, das ist einfach ein Sniper gefühlt. Oder? 40 ist viel, ne? Fury, oh lol, du siehst ja geil aus. Maschine, 100er Magazin. Oh nee, ich kann schon die Munition so spüren. Ich habe ja schon mit normalen Schusswaffen Munitionsprobleme. Wie soll das dann mit der Waffe funktionieren? Nee, Gott, oh Gott, nie im Leben. Ich sollte mir vielleicht für jeden Munitionstyp eine Waffe besorgen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Ja, oh Gott, die ist aber auch saut. Ah nee, das ist die Fury. Feather haben wir hier. Ja, warte mal ganz kurz, stopp. Wobei, da warst du. Für 2000, ne? Na komm, ich kauf die mal. Ich hab Bock auf die. Und tschüss. Upsala. Wir sehen uns. Ja, Waffenladen ist wichtig und richtig. So, wir schauen hier und packen uns auf die 8. Damit haben wir jetzt offiziell 9 Waffen. Juhu. Ich glaube, mehr brauche ich auch nicht. Aber, naja, je nachdem, wie sehr ich noch meine Munitionsprobleme halt ne, haben werde. Muss ich halt gelegentlich hier und da mal... Ah, fuck. Ich gehe nochmal zurück und kaufe Munition. Gerade, wo ich davon rede. Munition verkaufen. Nicht vergessen. Da kann man wirklich sehr viel Geld reinpumpen. Also, ich glaube, das ist echt gar nicht mal so blöd. Wenn man wirklich etliche 1000 Credits an Munition reinballert. So, weil... mit guter Munition... ja, wunderbar. Mache ich. Munition halt, ne? Ist halt dann gar nicht ein Problem, wenn man Munition für alles hat. So, guck mal, hier kann ich richtig schön viel wieder kaufen. Gut, mehr Geld habe ich gerade nicht. Soll reichen. Moin und tschüss. Wunderbar. So, Sarah, bist du bereit? Wir machen uns zurück auf unser Raumschiff und machen mal die Quest weiter nach, was weiß ich, wie viele Stunden Spielzeit. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg nach Olympus, wo ich hin musste. Nach Aranai. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Level 15. Naja, warum nicht? Kann man mal ausprobieren. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. Wunderbar, vielen Dank, Sarah. Hallo, was bist du denn? Ah, das war das Ding, was wir von den Piraten aus Dingen so mussten. Stopp. Autsch. Das war, nicht so geplant. Was geht hier ab mit den Geräuschen? Hallo. Schilde sind noch intakt. Gut. Ich will kurz einmal E drücken. Und nicht E gedrückt halten, damit wir einmal andocken können eben. Und für die Piraten sollten wir was genau besorgen? Auf jeden Fall meinte die UC System, dass wir niemanden töten dürfen. Ja, wunderbar, danke dafür, Sarah. Sehr hilfreich. Meine Tastatur ist wieder stehen geblieben. Ich weiß nicht, warum das sie das ab und zu tut. Hallo. Sprich mit Yevgeny Rokov. Stimulanz und Anti. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Ich muss mir mal abgewöhnen, die ganzen wertlosen Scheiß mitzunehmen. Das ist nur Zeitverschwendung. Aber. Oh, Dietriche. Wichtig. Okay. Ach, so ein Sandwich nimm mal auch mit. Ich sollte halt vielleicht nur die sinnvollen Sachen mitnehmen. Hallo. Hui. Guck mal hier. Ausstellungspuppe. 3000 ist das wert? Na, das wird mitgenommen. Das lohnt sich ja richtig. Moin. Ich würde das lieber zurückgeben. Warum? Das letzte Mal, als du das gesagt hast, wurde ich verhaftet und dann sind wir in eine riesige Questline gekommen, in der wir jetzt gerade drin sind. Also, ich vertraue dir da mal so halb, aber die Rüstungen hätte ich doch schon ganz gerne. Zeit, dass du auftauchst. Also gut, ich will wissen, was los ist. Kennen wir uns? Ich versuche seit, mal überlegen, seit 3 Jahren Delgado auf mich aufmerksam zu machen. Ah. Ernte nur totale Funkstelle. Okay. Und als Neva und ich gerade ein großes Ding drehen wollen, befiehlt Delgado mir ganz plötzlich, dir zu helfen. Ja, ungünstig natürlich, ne? Ich bewirke nur seine Befehle. Du sollst froh sein, dass Delgado dich überhaupt mitmachen lässt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es beunruhigend ist. Ich befolge nur Delgados Befehle. Ja, ich dachte mir, dass du so etwas sagst. Du gehörst zu Delgados loyaler kleiner Armee. Ist sehr loyal, ja, schön, natürlich. Wie du willst. Auf jeden Fall. Also, in Navas Nachricht hieß es, du bist wegen Dombrowski hier. Ist das so? Hat sie dich wirklich nur dafür geschickt? Oder sollst du vielleicht auch was stehlen? Also, ich habe schon was eingesteckt, eventuell, aber
Ich soll von Nelva den Erdenretterpreis stehlen. Sage ich ihm, das ist die Frage. Warum fragst du sie nicht selber? Spiel keine Spielchen mit mir. Eine Nachricht zum Schlüssel und zurück zu pingen dauert länger, als wir für den Job Zeit haben, das weißt du. Wir sollen bei diesem Job in allen Aspekten zusammenarbeiten. Also sagst du mir, warum du noch hier bist oder nicht? Okay, dann sage ich dir. Ich sollte den Erdenretterpreis stehlen. Ach, tatsächlich. Tatsächlich. Unglaublich, dass sie mich übergehen will. Ohne Passiert. Mich wäre der Preis überhaupt gar nicht auf diesem Schiff. Ja, aber ich brauche das Vertrauen der Piraten. Keine Sorge, was du bezahlst. Du solltest dich mit Nelva nicht verscherzen. Ist dir mit Nelva nicht verscherzen. Ich lese manchmal zu schnell. Was hatten du, Nelva, ursprünglich geplant? Ich habe die Gesellschaft zum Erhalt der Erde monatelang manipuliert, damit sie ihre Gala auf der Siren of the Stars abhalten. Danke für die Vorarbeit, sage ich mal. Ich musste das Event organisieren und dafür sorgen, dass der Preis auf dem Schiff ist. Nelva wollte den Rest erledigen. Blöd gelaufen, ne? Als ich ihre Nachricht über Dombrowski bekommen hatte, dachte ich, sie würde kommen, um den Preis zu stehlen. Aber sie hat wohl dich geschickt. Hat sie, ja. Keine Sorge, du wirst trotzdem bezahlt. Ach ja? Witzig, dass du das erwähnst. Ich weiß es nicht. Schön, ich helfe dir. Aber du machst die Laufarbeit. Und ich kriege trotzdem meinen Anteil. Aber nicht vor mir. Aber dazu kommen wir später. Oder? Erstmal gibt es wichtigere Dinge. Ich will kein Geld abgeben, ich brauche das Geld. Warum nimmst du überhaupt jemanden vom Girlbank Management ins Visier? Das passt nicht ins übliche Beuteschema. Tja, wenn ich das wüsste, du. Delgado will Dombrowskis Gelbank Zugangspass. Ich will noch nicht in der Gruppe. Was ist deiner Meinung nach denn das übliche Beuteschema? Handelsschiffe, Transporter, Versorgungskonten. Ach, so lame Standardpiraten sind das. Verstehe. Aber es mit einer Megacorp aufzunehmen, ist eine große Sache. Von sowas hat die Crimson Fleet bisher die Finger gelassen. Tja. Entweder ist Delgado verzweifelt, oder die Sache ist nur die Vorbereitung auf ein noch größeres Ding. Möglich. Okay, mehr Infos kriegst du aber erstmal nicht. Ich mag den nicht. Der guckt ein bisschen komisch. Der mag mich nicht, grundsätzlich. Das heißt, eventuell will er mir schaden. Das heißt, ich bin misstrauisch gegenüber ihm. Ah, verstehe. Das Spiel spielen wir jetzt also? Ja, okay, tun wir. Gut. Tja, du kannst eigentlich gleich wieder zurück auf dein Schiff gehen. Ohne meine Hilfe kommst du nämlich nicht mal in Dombrowskis Nähe. Sympathie hin oder her. Er ist der Captain der Siren. Wo guckst du hin? Unterstützung ist also unbezahlbar. Dreh dich doch mal um. Vielleicht sollten wir ihn anhören. Du denkst offensichtlich an was Bestimmtes. Aha. Da kann wohl jemand Gedanken lesen. Vielleicht hat er was, ne? Man kann ja mal schauen. Absolut recht. Ich will kein Geld. Ich will wieder in die Crimson Fleet. Ganz einfach. Crimson Fleet, du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Mach einfach, was man dir sagt. Das wäre jetzt meine Entscheidung, die mich der Crimson Fleet näher bringt, so wie es aussieht. Wenn du mir helfst, Dombrowski zu kriegen, bist du wieder in Crimson Fleet. Aber das kann ich ja nicht entscheiden. Ich kann ja nicht entscheiden, ob er wieder in die Fleet kommt. Ich kann ein gutes Wort bei Delgado einlegen, aber die Entscheidung trifft er. Glaubst du wirklich, ich kann so etwas versprechen? Ich bin mal freundlich. Ich kann ein gutes Wort bei Delgado einlegen. Machen wir mal, ne? Ein bisschen friedlich hier. Klingt ja sehr aussichtsreich. Ja, was soll ich machen? Ein besseres Angebot werde ich wohl nicht kriegen. Die Forschermission ist frei. Einverstanden. Gut. Dombrowski ist ein echter Fulltimer auf der Siren of the Stars. Der ist deutlich öfter auf Kreuzfahrt als im Büro. Zum Glück findet auf der Siren die Wohltätigkeitsgala der Gesellschaft zum Erhalt der Erde statt. Da will Larry natürlich mit seinem VIP-Status angeben. Kennt man. Um zu kriegen, was du willst, musst du auf die Gala gehen und mit den anderen Philanthropen reden, um etwas Nützliches herauszukriegen. Alright. Gott, ich jage lieber Sarah, dreh dich doch mal zu uns. Als mit diesen hochnäsigen Betrügern zu kuscheln. Ich habe nichts dabei, mich in Schale zu werfen. Habe ich? Nee, wahrscheinlich nicht so wirklich was für die Gala. Kannst du mir was Näheres über die Gala sagen? Die Gala ist eine totale Heuchelei. Ein Haufen reiche Schnösel schmeißt eine Party für sich selber. Ja, kennt man, ne? Interessieren sich einen Scheiß für den Erhalt der Erde oder irgendeinen anderen wohltätigen Zweck.
Habe ich mir schon fast denken können. Das überspringe ich alles und rede einfach mit Dombrowski. Du hast also keine Finger, während ich die ganze Arbeit mache. Ich habe nichts dabei, um mich in Schale zu werfen. Ach ja, Glück gehabt. Haben Garderobe ist nicht nötig. Perfekt. Ich tauche einfach meinen Raumanzug da auf. Kommst du in den Sternensaal. Wenn du Hilfe brauchst, ich relaxe oben in einem Lounge-Bereich. Okay. Misch dich unter die Leute. Mach ich. Diesen Dombrowski kann keiner ausstehen. Also verraten sie dir sicher gerne seine schmutzigen Geheimnisse. Okay. Und die Leute mischen ist nicht so meins, doch und die Leute mischen kann ich gut, würde ich sagen. Solange es kostenlosen Alk gibt, das ist die Piratensprache. Jetzt sprichst du meine Sprache. Meine Rede. Ach, eine Sache noch. Trident rüstet seine Starliner mit hochmodernen Systemen zur akustischen Gefahrenerkennung aus. Mhm. Wenn du also die Geduld verlierst und alle an Bord tötest, wird die Security alarmiert und die Kacke ist am Dampf. Okay. Aber damit solltest du für den Anfang genug wissen. Viel Glück. Dankeschön. Ich soll ja sowieso keinen töten, meinte der von der UC Sysdev. Was hat das mit der Gesellschaft zum Erhalt der Erde auf sich? Warum kann ich Dombrowski nicht einfach umlegen? Okay, nee. Ach, gut. Und mach einen Bogen um die Canapés bei der Gala. Canapés? Aufgetaut, nicht frisch. Okay, merke ich mir mal. Gut, wir gehen zurück ins Raumschiff. Warum ist die Markierung oben und nicht unten? Warte mal. Stopp. Das ist auch wieder so ein Riesenraumschiff, aber... Ah, weil mein Raumschiff vertikal geparkt ist. Am Dach von meinem Schiff ist ja der Zugang hier zum Cockpit. Oder? Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt über das Layout. Vielleicht wird es auch nicht ganz richtig geladen, die Punkte. Ich weiß es nicht. Aber ihr seht ja, mein Raumschiff ist halt so vertikal geparkt, ne? Also. Ja. Hauen wir ab. Ist ja ein sehr guter Vorschlag, Sarah. So, boah, die schicken. Warte mal ganz kurz. Die schicken Ringe von den Planeten hier. Was ist für ein Planet? Stopp! Einmal scannen. Gasriese. Schwerkraft 3,4 G. Ich kann nicht auf Gasriesen landen, ne? Schade. Ja gut, macht auch Sinn, ne? Ich meine, am Ende des Tages wäre da halt auch nur ein fetter Gasdingens. Warte mal. Wir müssen nochmal. Ich dachte, wir müssen wegwarpen. Wir sind doch. Was sagt die Mission? Stopp. Optional finde heraus, wer R-Preis ist. Töte. Optional töte Larry Dombrowski. Befrage die jetzige Gesellschaft zu Larry Dombrowski. Aber ist das hier auf dem Schiff? Ich dachte, das wäre. Woanders, das ist auf dem Schiff hier direkt. Oh, wow. Ich habe wirklich komplett geschlafen, Alter. Scanner verlassen. Gut, dann landen. Dann. Nein, nicht aufstehen. Ich halte immer E gedrückt. Ich muss doch nur einmal kurz E drücken. Warte mal, stopp. Was sagt denn der Questmarker jetzt? Hm? Okay, da war kurz verwirrt, weil ich aufgestanden bin. Okay. Das heißt, das war schon der Ort, wo wir hin müssen. Aber das war nur quasi unser einer Typ, der unser Ansprechpartner ist für die Piraten. Und die Gala ist direkt schon hier an dem Ort, findet die statt. Verstanden.